geht Wetter, aber geile Stimmung. Auf geht's zum Bahnhof. Da weiß man dann schon, wenn man so eine richtige Granate unterm Hintern hat, wie so ein Cosmo, das gibt dir auch dieses besondere Gefühl. Ja, hier merkt man halt schon, dass er immer seine Aufmerksamkeit sucht. Deswegen haben wir hier so Matten hingehängt, weil der hört sich auch gerne selbst. Und dann haut er so gegen die Türen und dann regt es natürlich die Leute auf. Also der leidet so ein bisschen an ADS, sagt man, ja. Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Genau. Das heißt, der braucht auch ganz viel Beschäftigung, unser Cosmo. Ja, doch. Also wir lassen uns immer was Neues einfallen. Also es gibt zum Beispiel auch so einen Ball, wie beim Hund, da ist so ein Loch und dann macht man Leckerlis rein, dann müssen die den drehen und dann fallen die Leckerlis raus. Und wir haben das wirklich mit vielen Pferden getestet. Manche Pferde, die kapieren es nie. Manche brauchen 3-4 Tage dafür. Er hat es wirklich ungelogen das erste Mal in seiner Box gehabt und dann hat er es in einer Stunde rausgehabt. Da ist das Loch, da muss ich es hindrehen, dann einmal links, rechts und dann sind die ganzen Leckerlis raus. Cosmo, wie oft kommt er so am Tag dann raus? Ist ja, ja, so 3-4 Mal. Also er wird einmal geritten, dann sonst Aquatrainer, Paddock. Auf das, ja? Ja, also nicht, also wenn ich mal weg bin, geht der Aquatrainer oder dann geht er in die Führmaschine oder wird an der Hand geführt. Also ein Paddock. So ein Pferd mit solchen Grundgangarten, der diese schwierigsten Lektionen mit so einer Leichtigkeit auslöst und auch dann im Viereck immer wieder zeigt, das ist schon, denke ich, sehr, sehr selten und ich bin mir auch sicher, dass ich da höchstwahrscheinlich nie wieder so ein Pferd in den Stall bekomme und deswegen wollen wir da auch sehr behutsam mit ihm auf Turnier gehen und auch so ein bisschen, dass die Leute sich auch so ein bisschen drauf freuen, um ihn zu sehen. Cosmo war damals Ende 5-jährig, Anfang 6-jährig. Jedes Mal, als wir auf Turnier waren, haben wir auch dann gewonnen in der Zeit. Wir hatten eine super Quote. Wir sind zusammen unsere erste M-Dressur geritten, unsere erste S-Dressur, unseren ersten Grand Prix zusammen geritten, erstes Championat direkt bei den Senioren, ersten Olympischen Spiele in Rio. Ja, wenn man so die Medaille sieht und wofür man das eigentlich alles macht, das ist schon was ganz Besonderes. Und wenn ich da zurückdenke, bekomme ich auch schon immer mal wieder Gänsehaut, was Cosmo mir auch da ermöglicht hat mit so einem Kindheitstraum. Einmal Olympische Spiele und dann noch mit so einer Goldmedaille nach Hause zu fahren. Wenn man jetzt auch sieht hier, der ist immer interessiert. Der guckt nie blöd aus der Wäsche und ist nicht, sage ich jetzt mal so, ein langweiliges Dressurpferd. Der beschäftigt einen schon immer wieder aufs Neue und denkt sich auch immer wieder neue Flauseln aus. Und das macht die Arbeit natürlich mit ihm einerseits einfacher, aber andererseits auch natürlich immer wieder spannend. Jetzt kann ich mich erzählen, das habe ich oft genug erlebt, auch bei den Olympischen Spielen in Rio, bei vielen großen Auftritten, nicht nur den Championaten, dass Papa ihn reinführt in die Arena, quasi bis dicht vor den Start. Ist das mehr so eine psychologische Brücke oder warum wird das gemacht? Ja, also mehr eine psychologische Brücke, weil Cosmo fühlt sich wohl am Viereck und im Viereck und das ist halt sein Zuhause dort. Und dann zwischendrin diese Wege, die versucht man ihn dann natürlich so stressfrei wie möglich, um ihn da reinzubringen, damit man auch diese Gelassenheit dann in der Prüfung auch so dann mitnehmen kann und ihn nicht unnötig aufregt, vor dass es losgeht. Also das ist ja ein hübscher und süßer Kerl. Das ist ja wie so ein kleines Spielkind. Ja. Also wenn ich den jetzt mitnehmen würde, kriegt er mir Stress. Aber ich glaube, ich könnte mich mit ihm sofort anfreunden. Ja. Muss aufpassen, also viele kriegen schon mal so einen blauen Fleck, weil wenn man dann denkt als Mensch, jetzt sind wir Freunde, jetzt ist alles gut, dann nibbelt er schon mal einen ab, aber mehr so liebevoll, würde ich sagen. Aber so den einen oder anderen blauen Fleck hat man dann schon mal von ihm. Das Ziel für 2018 heißt WM-Titel. Also auf jeden Fall erstmal wollen wir uns dafür qualifizieren. Wir waren natürlich jetzt lange auch nicht mehr auf Turnier seit Göteborg und jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir an der Leistung von letztem Jahr anknüpfen können und vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen. Und dann ist natürlich das Ziel erstmal, dass wir dabei sind und dann schauen wir mal, was möglich ist.